Wir müssten jetzt zugeschaltet haben, ich hoffe es klappt, Christian Seifert, den Chef der Deutschen Fußballliga, der uns auf den aktuellen Stand bringen will. Hallo Frau Würzbach, hallo Herr Straten, ich sehe Sie. Ich Sie auch. Schönen Gruß aus Berlin. Ja, was rollt da auf die Bundesliga zu? Klären Sie uns auf, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Weiß man schon genau, welche Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll und wie lange vor allem dieses Prozedere gehen wird? Ja, total berechtigte Frage. Und Sie haben es ja gerade gesagt, wir alle wünschen uns natürlich eine Bundesliga, die abläuft, wie man sie kennt, mit spannenden Spielen auf dem Rasen, vollen Stadien. Das ist zumindest mal vorerst in Frage gestellt. Und wir haben uns gerade heute Morgen im DFL-Präsidium dazu natürlich ausgetauscht. Das ist eine sehr ungewohnte Situation für uns alle. Darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Aber klar ist, die Entscheidung darüber, ob die Spiele vor Ort ohne oder eben mit oder nur mit einigen Zuschauern stattfinden, treffen die zuständigen Behörden. Da sind wir wie jede andere Institution auch angehalten und auch aufgefordert, selbstverständlich diesen Behörden zu folgen. Die Clubs vor Ort sind in Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsämtern. Und wir haben heute Morgen beschlossen, dass der nächste Spieltag, der jetzt vor uns steht, wie geplant mindestens mal sportlich stattfinden soll. Mit wie vielen Zuschauern, ob mit Zuschauern oder ohne Zuschauer, das ist dann wie gesagt eine Entscheidung vor Ort. Aber den nächsten Spieltag mindestens, den werden wir so spielen, wie er auch im Terminkalender angelegt war. Da das aber Ländersache ist, stellt sich natürlich die Frage, kann es sein, dass in einige Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Zum Beispiel NRW, wo der Gesundheitsminister Laumann ja klar angekündigt hat, dass man sich an den Spahn-Plan halten will. Und andere Spiele, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo heute Abend auch das Stuttgart-Spiel mit Zuschauern stattfinden wird, die halt die Stadien öffnen. Das heißt, die Bundesliga wird querbeet unterschiedlich mit oder ohne Fans sein. Sie sprechen es völlig zu Recht an, Herr Straten. Das ist Ländersache. Und deshalb muss das dort auch entschieden werden. Da liegt es auch nicht an mir, in so einer absoluten Ausnahmesituation irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich gehe davon aus, dass das jeder nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet. Klar ist, dass wir nach vorne raus, und das werden Sie sicherlich gleich auch noch fragen, uns natürlich Gedanken machen, wie das weitergehen kann in einer Situation, wo sich ja Informationen manchmal verstärken. Es gibt Meinungen in die eine Richtung, es gibt Meinungen in die andere Richtung. Ich war der Frau Würzbach sehr dankbar, dass sie auch mal eine Karte gezeigt hat. Das interessiert mich übrigens auch als Bürger, wie viele sind denn eigentlich schon geheilt und nicht immer nur zu hören, wie viele stecken sich denn an. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig auch für uns, sich eine objektive Meinung zu bilden. Vielleicht gibt es die auch noch gar nicht. Wir müssen jetzt so gut wie möglich mit der Situation umgehen, dass zunächst mal 25 Spieltage gespielt sind, einige noch vor uns liegen und dass wir eben am Ende der Saison ein paar sportliche Entscheidungen getroffen haben müssen, weil alles andere würde tatsächlich zu einem sportlichen Chaos führen. In Italien wird über eine Aussetzung der Meisterschaft diskutiert, dass man die Meisterschaft möglicherweise erst nach der EM zu Ende spielt. Ist so ein Gedanke auch denkbar für die Bundesliga? Ich halte diese Idee für komplett illusorisch, denn am Ende ist es so, dass am Ende einer Saison mindestens 15 Clubs vom letzten Tabellenstand beeinträchtigt sind oder beeinflusst sind. Für 6 geht es um eine internationale Qualifikation. Dann steigen welche auf, zwei Clubs steigen ab, 2 Clubs steigen in die Regionalliga ab, 3 weitere sind in die Relegationsspiele involviert. Und ich glaube, dieser Plan kann nicht funktionieren, denn Sie haben zum Beispiel, wenn ein Club von der zweiten Liga in die dritte Liga absteigt, unabhängig von den erheblichen finanziellen Konsequenzen, ist es gang und gäbe, dass manche Spielerverträge zum Beispiel nur für eine Liga gelten und für die darunterliegende Liga eben nicht. Und insofern ist es aus meiner Sicht illusorisch zu sagen, wir hören jetzt einfach mal auf und dann fangen wir im September an weiterzuspielen. Dann spielen wir die nächsten 9 Spieltage zu Ende und dann haben wir Mitte November unseren Meister. Das bringt ehrlich gesagt nichts. Das ist, glaube ich, nicht wirklich zu Ende gedacht am Ende. Und auch deshalb spielen ja viele Mannschaften, auch wenn sie sich was gänzlich anderes wünschen, ohne Zuschauer am Ende sind alle gefordert, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Weil irgendwann wird sich die Situation hoffentlich wieder normalisieren. Das Leben wird weitergehen, auch wenn wir noch nicht wissen, wann das ist. Hoffentlich eher früher als später. Und dann brauchen wir natürlich immer noch einen geregelten Spielbetrieb. Und deshalb ist es keine Option jetzt zu sagen, wir hören auf und warten dann mal bis nach dem Sommer und spielen dann in aller Ruhe weiter. Das ist aus meiner Sicht nicht umsetzbar. Wir brauchen im Sommer, Mitte Mai, Ende Mai, eine Entscheidung darüber, wer wo in der Tabelle steht, damit die Clubs auch planen können.
Und wir haben dann möglicherweise oder schlimmstenfalls am Ende einen Geistermeister, wenn 9 Spieltage noch komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das wäre ja der Super-GAU sozusagen für die Bundesliga. Naja, und der Super-GAU und Geistermeister klingt sehr nach Ihnen, Herr Straten. Aber mir erschließt sich das Wortspiel. Aber offen gestanden, der Super-GAU ist in solchen Zeiten, die wir heute erleben, was anderes. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir die Worte nicht durcheinander bringen. Wir sehen rund um den Globus noch ganz andere Entwicklungen. Wenn ich an die Flüchtlingssituation denke, da müssen wir die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Wir würden sehr, sehr gerne lieber früher als später wieder mit Zuschauern spielen. Das liegt aber nicht in den Händen der Clubs, auch nicht in den Händen der DFL. Deshalb hoffe ich, dass wir sehr bald zu einer möglichst realistischen, objektiv, wie gesagt, gibt es wahrscheinlich nicht, aber realistischen Einschätzung der Situation kommen, dass nicht die schlechten Nachrichten groß sind und die besseren Nachrichten klein, sondern dass wir, so wie Sie es gerade eben auch dargestellt haben, einfach mal einen Eindruck darüber kriegen, wie schlimm steht es denn um diesen Virus wirklich. Und vor dem Hintergrund werden wir und die Clubs vor Ort natürlich im Zusammenhang mit den Behörden, die dafür zuständig sind, Entscheidungen zu treffen haben. Glauben Sie es mir, und das wissen Sie, wir würden lieber früher als später mit Zuschauern spielen, am liebsten schon nächsten Spieltag. Das ist aber für den Moment anscheinend nicht realistisch. Und dann gilt es auch für die Bundesliga, das selbstverständlich anzuerkennen und zu respektieren. Priorität hat erstmal das, was für die Bevölkerung am besten und am wichtigsten ist. Ist es nicht eine Art Wettbewerbsverzerrung, wenn einige Clubs mit Zuschauern spielen könnten und einige nicht, weil dort die regionalen Behörden den Zuschauerstrom quasi abgebremst haben oder gestoppt haben? Ja, das wäre jetzt, um mit Lothar Matthäus zu sprechen, wäre Fahrradkette. Warten wir mal ab, wie es denn tatsächlich kommt, wie sich die Behörden vor Ort entscheiden. Ich glaube, es verbietet sich momentan zu sehr über Wettbewerbsverzerrungen, Wettbewerbsnichtverzerrungen, Zuschauereinnahmen an der einen Stelle oder geschweige denn irgendwelche Umsatzthemen an der anderen Stelle zu diskutieren. Momentan ist erstmal die Situation, dass Deutschland mit diesem Virus irgendwie umgehen muss und das hoffentlich auf eine möglichst vernünftige und so rational wie mögliche Art und Weise. Wenn es halt so sein sollte, dass einer mit Zuschauern spielt und der andere ohne, dann ist es halt eben so. Das hat sich ja keiner ausgesucht. Wir sind momentan in einer Ausnahmesituation, die wir noch nicht erlebt haben, die Sie noch nicht erlebt haben, die Politik noch nicht erlebt hat. Und deshalb versuchen wir da einfach mal alle bestmöglich mit umzugehen und von Wettbewerbsverzerrung zu sprechen. Das ist für den Moment, glaube ich, nicht das größte Problem, das Deutschland hat. Klar, am liebsten wäre uns, wir hätten das nicht, wir könnten weiterspielen. Und zwar so, wie es alle gewohnt sind und wie es auch alle schätzen und wollen. Das ist halt für den Moment nicht möglich. Was soll ich sagen? Das betrifft übrigens auch Eishockey-Liga, Basketball-Liga, Handball-Liga. Das betrifft auch eine dritte Liga. Und da können fehlende Zuschauereinnahmen ganz schnell sehr elementar und auch existenzbedrohend werden. Insofern sind wir in der Bundesliga zum Glück in der Situation, dass wir den finanziellen Rahmen haben, um mindestens über solche existenziellen Themen nicht nachdenken zu müssen. Aber im Vordergrund steht erstmal, wie geht es weiter mit dem Virus in Deutschland. Und wir werden uns mittelfristig Gedanken machen. Und das wird schon sehr bald so sein. Wir werden nächste Woche die Clubs nach Frankfurt einladen. Wie planen wir die Bundesliga weiter? Wie planen wir die zweite Bundesliga weiter? Natürlich haben die Zweitbundesligisten eine andere Flexibilität als die Bundesliga, wo momentan noch 6 Clubs in internationalen Wettbewerben sind. Vielleicht bietet es sich an, einzelne Spieltage nach hinten zu schieben. Das prüfen wir. Ob dann tatsächlich in 3 oder 4 Wochen sich die Situation normalisiert haben wird, das müssen dann andere Experten beurteilen. Weiß man schon, ob man die Dauerkartenbesitzer oder Fans, die jetzt schon Tickets haben, finanziell entschädigt? Können ihre Karten zurückgeben? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, Herr Straten, denn es sind ja, wie Sie zu Recht sagen, die Dauerkartenbesitzer der Clubs. Ich bin sicher, dass das bei sehr vielen Clubs momentan ganz oben auf der Agenda steht. Natürlich möchte jeder mit dieser Situation bestmöglich umgehen, auch im Sinne seiner Fans, im Sinne seiner Partner, egal ob sie stehen, sitzen und auf welcher Seite, können Sie ganz sicher sein, dass sich damit momentan jeder Club beschäftigt.